Begeln Schnittchen, vielen Dank fürs Einschalten und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hardy bringt's. Wie ihr schon gemerkt habt, sind seit dem letzten Video mal wieder einige Tage vergangen. Und sicherlich fragt ihr euch hin und wieder, warum das so ist. Und ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass ich einfach auf diesem Kanal erstmal ein paar Dinge ausprobieren möchte. Einfach, was mir gefällt, woran ich Spaß habe, woran ihr Spaß habt. Weil wenn ich merke, oh, das macht mir jetzt nicht so viel Fun, dann lasse ich das einfach bleiben. Oder wenn ich merke, ihr sagt, oh, nee, komm, Hardy, lass das mal bleiben. Ne? Dann kann ich darauf reagieren. Und bevor ich eine gewisse Kontinuität in diesen Kanal bringe, wie gesagt, möchte ich einfach ein bisschen rumprobieren, ausprobieren, Spaß haben. Und daher kann es sein, dass zwischen gewissen Videos dann einfach auch mal ja eine Woche oder zwei liegen können. Eigentlich wollte ich ein Video pro Woche machen, aber wie das immer mit dem schönen Wörtchen eigentlich so ist, es kann immer was dazwischen kommen. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt riesig, dass ihr mit dabei seid! Ich habe mir ein paar von euren Vorschlägen aus den Kommentaren rausgesucht und schon mal direkt vorab, in der heutigen Folge werde ich mich noch nicht nach draußen begeben. Ich habe ziemlich viele Kommentare gelesen. Ich habe eigentlich alle gelesen, ja, alle 5300 hast du nicht gesehen. Und da waren schon einige geile Ideen dabei, sehr viele Außeneinsätze, sag ich mal, ja, wo ich sagen muss, ob ich mich das traue. Allerdings fehlte mir bis dahin noch eine Kamerafrau bzw. ein Kameramann und das wird auf jeden Fall auch kommen. Aber heute habe ich mir erstmal ein paar rausgesucht, die ich hier drin machen konnte. Und da war tatsächlich schon eine dabei, die ich sehr, sehr cool fand. Also ich fand die Idee auf jeden Fall sehr witzig. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Allerdings fangen wir jetzt mal mit einer anderen an. Ich wette, du schaffst es nicht, eine Folge von Hardy bringt's innerhalb von einer Woche mitteleuropäischer Zeit hochzuladen. Tada! Challenge completed! Ich wette, dass du dich nicht traust, einen Schweißsockentee zu machen und zu trinken. Wow, wer kommt denn auf so eine Idee? Aber ich habe hier eine Tasse mit, ja, okay, nicht ganz heißes Wasser, aber immerhin heißes Wasser, ja. Und damit es authentisch bleibt, warte, eine Socke. Diese Socke, diese Socke habe ich gestern schon getragen. Dachte mir, komm, weißt du, bevor ich jetzt waschen muss, ziehe ich die halt nochmal an. Weil jetzt muss ich kurz die Tasse beiseite stellen. Ah, so, denn ich möchte diese Socke mal eben zumindest auf rechts drehen, auf links, damit, hier, ich diese ganzen Krümel, die am Boden waren, nicht da drin habe. Ja, bei dem Tee wird schließlich auch gefiltert. Also, hier, heißes Wasser, Socke rein. Mmh, yum, 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 yum. So, warte mal. Oh, lecker. So, jetzt müssen wir kurz warten. Ein Tee muss ja erstmal ein bisschen ziehen. James, it's tea time. Ich habe den Kollegen jetzt hier ein bisschen ziehen lassen. Man muss ganz ehrlich sagen, das Wasser hat eine ziemlich ungesunde Farbe angenommen. Moment. Schön noch auswringen, ja. Oh ja, gib mir deinen Saft, du Bitch. Ja! Okay, alles klar. Wie viel muss ich denn davon trinken? Ich glaube, einfach zumindest mal einen kleinen Schluck, oder? So, hier, ich weiß nicht, ob das kann man leider nicht so richtig erkennen. Ja, aber da, man sieht vielleicht so ein bisschen, dass da so Stückchen drin rumschwimmen, aber... Boah, Alter! Oh, das schmeckt so richtig nach... Nach Muffe, ey. Oh. Boah. Alter, das ist richtig eklig. Das kann ich keinem empfehlen. Wow, jetzt muss ich mir gleich neue Socken anziehen. Egal, Challenge bestanden, würde ich sagen. Man hat da echt so ein bisschen Kratzen im Hals jetzt von. Aber Hardy bringt's. Challenge completed! Ich wette, du traust dich nicht, uns deinen Abi-Notendurchschnitt zu sagen. Wow, von allen Geheimnissen, die ich hätte ausplaudern können, willst du unbedingt, boah, Alter, dieser Tee, unbedingt meinen Notendurchschnitt wissen, meinen Abi-Notendurchschnitt. Also mein Abi-Notendurchschnitt ist, ich hab einen Durchschnitt von 3,6!
Ja, ich weiß, das ist nicht der allerbeste, aber ich war halt zu meiner Abi-Zeit, habe ich mir nachher gedacht, okay, machst du jetzt halt dein Abi und bringst es hinter dich, aber ich war halt ein faules Schwein. Ja, so, und wenn man dann eben nicht so viel lernt, dann kommt dann Schnitt von 3,6 bei raus. Bin ich heute nicht so stolz drauf, aber als 18-Jähriger, der einfach alles andere als Schule im Kopf hat, tja, so sind Männer halt in dem Alter. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Favoriten in der jetzigen Folge zumindest. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, coole Idee. Lasst euch überraschen. Ich wette, dass du es nicht schaffst, deinen Morgenablauf, Duschen, Zähneputzen, Frühstücken und was du noch so morgens machst, alles innerhalb von 5 Minuten schaffst. Es muss mindestens Zähneputzen, Essen, Bett machen, Duschen und Haare machen dabei sein. Wecker! Wecker! Es ist aus! Duschen, 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 duschen! Schnell! Warte. Ausziehen. Ausziehen. So. Oh, jetzt aber. Okay. Oh, oh, Sole mio. Heiß, den Armen waschen. Oh, oh, ist das schön. Oh, ich will gar nicht aufhören. Oh, okay, okay, das reicht. Bin nicht mehr. Oh, okay, warte. So, geduscht. Abtrocknen. Haare waschen. So, ja, duschen, abtrocknen. So, ja, abtrocknen. Alles klar. Ja, das passt so. Puh, ja, ja. Okay, alles klar. So, jetzt raus. Alles klar. So, jetzt muss ich mich aber wieder anziehen. So, ja. Alles klar, das T-Shirt. So. Ich muss mir aber auch noch die Zähne putzen. Zähne putzen. So. Ja, alles klar. So. Zähne putzen. Ja, und? Und dann noch Boxershirt anziehen. Ja. Oh Gott. Oh, wenn das nass ist, dann klebt das alles so. So. Müssen wir. Jogginghose natürlich, ist klar. Für den Arbeitsstock am PC darf die Jogginghose nicht fehlen. Ja. Und für die Zähne putzen. Ja, Socken sind völlig überbewertet. Schön die Ecken nicht vergessen. Die Ecken sind wichtig, ja. Ecken, ja. So, alles klar, jede Seite 3 Sekunden, passt schon. So. Alles klar. So. Zähne geputzt. Ich sehe wieder was. So, ein reichhaltiges Cerealienfrühstück, nicht zu vergessen. So. Ja, 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 ja. Ja. Oh. So, ganz schön. Ich würde sagen, Hardy bringt's. Challenge completed. Bitches! Das ging gut. Ja, ich hatte vielleicht, wie das immer so ist, ich habe natürlich nicht zu Ende gelesen. Ich habe das Bett nicht gemacht und ich habe mir die Haare nicht gemacht. Wobei ich finde, dass meine Haare natürlich sehr sexy aussehen. Aber ich habe ja noch 1:50 Zeit, ja, mal das Bett zu machen und mir die Haare zu machen. Das mache ich jetzt natürlich noch eben schnell, sonst ist die Wette natürlich nicht erfüllt, ist klar. Ja, da müssen wir uns dran halten. Also 1:50, ich mache das Bett und go. Ja, ich mache mein Bett morgens nie, ja. So, hier, zack, einmal kurz aufschütteln. So, hier einmal so die sexy Leopardenbettwäsche. Finde ich, sieht wunderbar aus. Ja, so, jetzt mache ich mir die Haare. Go, 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 go. So. Nehmen wir jetzt einfach hier, alles klar, nehmen wir jetzt einfach Haargel, so, zack. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache mir jetzt einfach so, so, alles klar. So, ich mache mir jetzt richtig geil so.
So richtig sperrig. So, warte. So. Ja, das passt schon irgendwie so ein bisschen. So. Ja, hier, die sind halt noch ein bisschen nass, da kann ich nichts dran machen. So, ich finde, geht auf jeden Fall klar, gilt als Haare gemacht. Ich finde es geht. Also kann man auf jeden Fall rausgehen, wenn man als schmerriger Italiener irgendwie anerkannt werden möchte. Aber damit trotzdem, ich hätte ja noch genug Zeit, Wette erfüllt. Ja, auch wenn ich die Challenge nicht ganz gelesen habe, ihr seid so nett und lasst das durchgehen, würde ich sagen, oder? Das war's leider auch schon mit der heutigen Folge Hardy bringt's. Die nächste Folge wird sicherlich keine 5 Wochen auf sich warten lassen. Aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich nochmal bei allen, die in der letzten Folge in die Kommentare geschrieben haben, sich Ideen oder sich Gedanken gemacht haben, was man für eine Challenge machen könnte. Sehr viele coole Ideen dabei gewesen. Ich habe ja noch ein paar in petto, gerade die man auch so außerhalb dieser Wohnung machen kann. Könnt natürlich auch gerne auch in der jetzigen Folge wieder in die Kommentare schreiben, falls ihr was habt, was euch einfällt. Gerne auch was, da ich ja jetzt schon ein paar Sachen habe, die man draußen machen kann. Gerne auch was für hier drin oder was auch immer euch einfällt, ja. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet ein bisschen Spaß und an dieser Stelle verabschiede ich mich für die heutige Folge. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt, kann ich ja zumindest noch sagen, noch eine andere Kamera bestellt, so eine kleine, ja, womit ich mal auch generell so von unterwegs filmen kann. Denn ich, der liebe Tom, aka Shuffle, der wohnt ja jetzt mittlerweile hier in Hamburg. Und mit dem werde ich vermutlich in Zukunft ein bisschen mehr machen. Also es kann sein, dass der gute Junge hier auch auf diesem Kanal ein bisschen erscheint in den Videos. Von daher, da freue ich mich schon riesig drauf. Bin mal gespannt, was wir so alles dann hier in Hamburg erleben können. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr geilen Städtchen. Macht euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, ihr geilen Städtchen. Haut rein. Tschüss. Miau.